Der Schlafsack ist weg. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zu einem, wie ihr schon im Titel gesehen habt, Setup-Video 2021. Die so ein Video oder solche Videos in der Art werde ich wahrscheinlich jetzt jedes Jahr machen. Darauf beziehe ich mich nicht nur aufs Gaming-Setup, sondern auch aufs Überlebens-Setup oder als Survival-Setup, wie man es auch immer sehen möchte. Ganz kurz vorab gesagt, bevor das Video losgeht, möchte ich euch nur einmal den Grund sagen, warum ich aktuell keine Survival-Videos bzw. irgendwelche Überlebensvideos machen kann oder halt eben irgendwelche Touren machen kann, wie auch immer. Weil wir waren ja vor jetzt knapp ein, zwei Monaten, ne, bei den Trottnauer Wasserfällen. Haben eine Straight Line Challenge gemacht. Warum ich keine Challenges machen kann und alles, das kann ich euch ganz einfach sagen. Ich lebe ja in Baden-Württemberg und in Baden-Württemberg ist aktuell die Regelung so, dass man ab 20 Uhr nicht raus darf. So gut, jetzt könnte ich sagen, es ist mir scheißegal, weil es mir sowieso wahrscheinlich scheißegal ist. Und mich trotzdem im Wald irgendwo legen. Das Problem ist, wenn ich jetzt Zeit gefunden werde oder was auch immer, irgendwelche Gründen, wird es schwierig. Und vor allem im Winter ist es gerade eher schwierig. Wir haben aktuell Minustemperaturen draußen. Da würde ich jetzt ungern riskieren, mich da rauslegen. Zum anderen bin ich aktuell ziemlich krass erkältet. Da wird das etwas schwierig, solche Draußenaufnahmen zu machen. Nur kurz als Info, warum aktuell nicht mehr so viele Abenteuer-Videos oder was auch immer kamen. Genau, und jetzt wollte ich das Video gar nicht in die Länge ziehen, unnötig. Wir fangen jetzt an, und zwar mit meinem Gaming-Setup. Genau, das hier ist tatsächlich alles, was ich habe. Hier habe ich mein Trinken. Das ist jetzt so ein Behälter, weil das eine spezielle... da geht so ein Teil rein bei uns unten, dann können wir das Leitungswasser... Als Maul. Hier mein Headset. Genau, hier meine Maus. Hier natürlich, ups, keine Werbung. Aber ich zeig's euch trotzdem mal. Hier habe ich ein Zorro-Unterleg-Pad. Das könnt ihr euch gerne bei Zorro kaufen. Aber das, ich schreibe jetzt mal zur Sicherheit Werbung hin. Soll es aber eigentlich nicht sein. Genau, meine Tastatur. Einfach eine Standard-Tastatur. War mal eine andere, aber meine alte ist kaputt gegangen. Hier habe ich eine Box, da sind elektronische Sachen drin und alles mögliche, USB-Sticks, alles was man halt so braucht. Mein Computer, das ist einer von HP. Das war tatsächlich mal ein, bei einem ganz normalen Laden gekauft hatte. Klar, man sollte das eher nicht machen, weil man da eher ein bisschen abgezockt wird von den Sachen, die da drin sind. Genau, aber das ist mein PC, das ist von HP. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher es ist. Falls ich jetzt nachher mal weiß, was es ist, werde ich es euch jetzt im Video einblenden. Genau. Meine Bildschirme sind beide von Samsung. Und nein, das ist jetzt alles keine Werbung. Warum ist hier eigentlich Discord offen? Genau, meine beiden Bildschirme. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum in unterschiedlicher Höhe? Ganz einfach, ich habe hier nicht mehr so ein Unterlegteil hier. Das hier ist eigentlich ein alter Drucker. Den habe ich, weil mir das zu niedrig ist. Wenn ich hier sitze, ist mir das zu niedrig hier mit dem Bildschirm. Deswegen habe ich den höher gesetzt, weil das hier eben ein Spielbildschirm ist. Und das hier ist eher so ein Nebenbildschirm. Deswegen, ich benutze den fast gar nicht eigentlich. Den hier, aber genau, wenn ich mir spätestens einen Tisch geholt habe hier, übrigens der aktuell so aussieht, wenn ich mir einen Tisch geholt habe, der quasi hoch und runter fahren kann, das werde ich mir jetzt bald holen, dann werde ich diesen Bildschirm auf jeden Fall auf selbe Höhe wie den hier setzen, weil das ja total beknackt ist so. Genau, das hier ist meine Beleuchtung hier und gleichzeitig meine Gesichtsbeleuchtung hier vom, wenn ich was aufnehme. Genau, und alles ist hier verkabelt, richtig schön in so Kabelkanälen. Habe ich hier alles reingezogen, Bildschirm, hier, das wird alles in so Löcher rein und dann geht das alles hier hinten durch und geht hier alles an den Computer. Genau, bei mir ist es wichtig, nicht so ein Durcheinander zu haben. Hier ist jetzt ein Durcheinander, ein kleines, aber das kann ich nicht ändern. Aber wie ihr seht, das kommt alles hier raus und wir haben hier ein ordentliches, sage ich jetzt mal, Setup und kein Kabel durcheinander. Genau, mein Mikro ist von Snowball. Hier habe ich noch Lautsprecher, die ich aber nie benutze. Genau, Cam ist hier auch. So viel zum Gaming-Setup. Jetzt werde ich euch natürlich noch zeigen, was ich alles an Überlebens-Setup habe, beziehungsweise halt, womit ich halt in der Natur überleben könnte, beziehungsweise einfach Survival-Setup. Alles Mögliche, weil ich euch das ja noch nicht gezeigt habe. Also ich zeige euch jetzt mal das, was angekommen ist. So. Es ist jetzt tatsächlich nicht besonders viel. Da kommen noch einige Sachen. Es wird noch eine Plane kommen. Ich wollte mir noch einen neuen Klappschwarten bestellen. Der wird auch noch bald kommen, weil mein alter ist kaputt, beziehungsweise ich finde den gar nicht mehr. Ein Messer hier, so ein Überlebensmesser hier mit Säge. Ich werde jetzt mal die Marken nicht sagen, weil ich habe keinen Bock hier irgendwie geklemmt zu werden, aber ja, hier so ein Überlebensmesser haben wir auf jeden Fall hier. Dann ein Paracord, das ist noch verpackt aktuell, weil ich das noch nie benutzt habe. Das ist 100 Fuß lang. Ein Feuerstahl. Dann ein 3x3 Meter Tar. Hier, genau. Das ist aktuell auch noch eingepackt. Wollte ich tatsächlich eigentlich testen, aber das ist mir leider zu kalt aktuell ein bisschen.
Deswegen ist es nicht dazu gekommen. Dann habe ich hier noch Besteck, so Überlebensbesteck, also beziehungsweise Geschirr an sich. Zack, da ist halt alles drin. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Genau, hier sind Teller, die sind aus Plastik. Und hier halt Besteck für Essen halt, genau. Wo ist der Schlafsack? Der Schlafsack ist weg. Gut, alles konnte ich euch jetzt tatsächlich nicht zeigen. Eigentlich habe ich noch einen Schlafsack, der bis minus 15 Grad Celsius geht. Genau, jetzt werde ich noch kurz mein GoPro-Setup zeigen und dann, ja, weil ich finde, es gehört einfach dazu. Und einmal eine Packung Befestigungsklammern, beziehungsweise halt, solche Befestigungsschrauben, Klammern ist vorhin schon wieder komplett falsch gewesen. Und hier unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten, Geländerbefestigung oder halt generell an sich Stabbefestigung, Klebebefestigung, Clipbefestigung, Saugnapfbefestigung, Selfie-Stick, kleines Stativ, einmal eine Brustbefestigung, Kopfbefestigung, dann ein Verlängerungsstab, wozu der ist, weiß ich leider nicht, und eine Art Boje für Wasser, falls du die Kamera quasi unter Wasser verlierst, dass sie wieder auftaucht. Und hier drin haben wir noch irgendwelche Bänder, die dazugehören. Das hier war tatsächlich schon mein Setup. Genau, ihr habt jetzt mal so ein bisschen gesehen, mein Setup, alles Mögliche. Mein PC, genau, womit ich halt auch die Videos mache. Genau, dann war es das mit dem Setup-Vlog 2021, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das würde mich mega freuen. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst wieder zu einem neuen Video. Bis dahin und ciao!